Ja, hallo ihr Lieben, einen schönen vierten Advent wünschen wir euch. Willkommen zu einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Ja, wir sind mal wieder auf den Burger gekommen. Naja, ihr sagt jetzt, naja, vierter Advent, Burger. Schaut euch die Zutaten an, schaut euch das Video an. Wir machen heute einen fruchtigen Entenburger. Viel Spaß! Kühnes Kochkanal. Für unsere Vollkorn-Nussbuns benötigen wir 220 Gramm Dinkel-Vollkornmehl, 80 Milliliter Milch, einen halben Esslöffel Zucker, einen halben Teelöffel Salz, 25 Gramm Butter, 2 Eier, nicht ganz einen halben Würfel Hefe und Walnusskerne. Aus der ganzen Geschichte bereite ich einen Hefeteig vor und dann formen wir daraus die Buns. So, aus Mehl, Milch, Salz, Zucker, einem Ei, der Butter und was haben wir noch? Ach, der Hefe bereite ich jetzt den Hefeteig vor. Unsere Walnüsse lassen wir aber außen vor. Wir nutzen vorerst auch nur ein Ei, weil das zweite Ei wird zum Bestreichen benötigt. So sieht nun unser fertiger Hefeteig aus. Den werde ich jetzt abdecken und dann kann er ruhen. Eine halbe Stunde auf jeden Fall, in der Hoffnung, dass er sich verdoppelt. Unseren Hefeteig habe ich nun in 4 Buns geformt. Die lasse ich jetzt noch 30 Minuten gehen und dann geht's ab in den Backofen bei 200 Grad. Walnüsse werde ich noch klein hacken. Das Ei wird dann drauf gestrichen und ein paar Walnusskerne drauf gestreut. Jetzt werden wir unsere Buns mit Ei bestreichen. So. Na ja, super. Na, ist egal. So. Zack, zack. Nun habe ich alle so klein gehackt. Die backen da gar nicht so drauf. Mal gucken, wie ich das mache. Na, wenn sie in den Ofen gehen, denke ich mal, bleiben die schon drauf. Ja, mal gucken. Mal sehen. Wahrscheinlich muss man die einzeln drauflegen, damit es besser ist. Wird schon klappen. Ist ja eigentlich auch nur für die Optik und ein bisschen Crunch. Ups. Ich denke, das reicht auch schon. Meinst du? Ja. Na gut, dann lassen wir es doch. Ich habe hier noch ein bisschen über. Ach, dann machst du drauf. Oh, alles klar. Ja, so sehen sie dann aus. Und jetzt gehen sie in den Ofen. 200 Grad, Umluft, 10 bis 15 Minuten. Während unsere Buns im Ofen sind, mache ich die Zwiebeln fertig. Unsere Zwiebeln bereiten wir wie folgt zu. Eigentlich sollten es rote Zwiebeln sein, 2 Stück. Ich habe leider nur noch eine, also gibt es eine normale, helle Zwiebel dazu. 50 Milliliter Rotwein, abgeschmeckt wird mit Salz und Pfeffer. Etwas Ahornsirup zum Karamellisieren und wir brauchen Öl, um die Zwiebeln etwas anzuschmoren. In einer Pfanne werden nun unsere Zwiebeln angeschmort mit etwas Öl. Ich denke, so 5 Minuten kann das bestimmt dauern. Dann werden wir das Ganze mit Ahornsirup, 50 Milliliter ungefähr, karamellisieren. So sehen nun unsere Zwiebeln aus. Ja, wie man sieht, sieht man nichts. Ich gebe nun unseren Ahornsirup darüber.
dass die Zwiebeln so ein bisschen karamellisieren. Es riecht hervorragend. Nun wird das Ganze mit 50 ml Rotwein abgelöscht. Das lassen wir etwas einreduzieren und schmecken dann mit Salz und Pfeffer ab. Jetzt wird das Ganze noch etwas gewürzt mit Salz. Ich denke, das sollte reichen. Denke ich auch. Und Pfeffer. Ja, gut, gut. Hast du das schon? Ja. Okay. Ich denke, es kann auch gleich runter vom Herd. Dann füllen wir es ab in eine Schale und stellen es beiseite. Unsere Buns sind fertig und weiter geht's draußen mit Helmut. Ja, Freunde, wir sind jetzt in der Grillhütte. Die restlichen Zutaten für heute. Wir haben hier eine Entenbrust. Die haben wir schon kreuzförmig eingeschnitten. Des Weiteren brauchen wir Preiselbeeren. Pfeffer und Salz zum Würzen der Entenbrust. Camembert, Pflücksalat bzw. Feldsalat, ihr könnt auch Rucola nehmen. Und dann haben wir hier noch Walnusskerne, die werde ich als erstes jetzt etwas anrösten. Ja, ihr Lieben, als erstes werde ich jetzt die Walnüsse anrösten, ganz leicht nur, so dass sie mir nicht verbrennen. Da habe ich nämlich so ein kleines Geschick für. So kann man so sehen. Ja, wenn ich damit fertig bin, melde ich mich wieder. Die Walnüsse sind jetzt richtig schön angeröstet. Die habe ich beiseite gestellt. Die Grillpfanne erhitzt. Und jetzt kommt unsere Entenbrust rein. Die werde ich jetzt schön von beiden Seiten richtig schön kräftig angrillen. Ja, und dann sehen wir uns wieder. So. Unsere Entenbrust ist jetzt von beiden Seiten scharf angegrillt. Die habe ich jetzt in den oberen Bereich des Grills gelegt. Und dort werde ich sie so auf 65, 66 Grad Kerntemperatur ziehen. Ja, unsere Entenbrust hat jetzt 66 Grad Kerntemperatur erreicht. Die stelle ich jetzt kurz beiseite. Und dann fange ich an, die Burger Buns anzurösten. Ja, unsere Buns sind jetzt leicht angeröstet und Anne fängt jetzt an, den Burger zu bauen. Genau. Unten kommt Preiselbeeren drauf. So, kriegen wir die auch schön verstrichen. Jo, geht. Mache ich wieder mit meinen Händen, ne? Dann kommt Feldsalat darunter. Dann kommt unsere Entenbrust. Zack. Na, habe ich sie gut geschnitten? So geht, ne? Ja, klar. Komm. Ein Scheibchen kannst du noch auf. So, denke ich auch. Man will ja auch was ein bisschen im Mund haben, ne? Genau. So, jetzt muss ich nochmal nachlesen, was ich dann mache. Dann kommen meine Zwiebeln drauf. Ja, Anne hat ja ein richtiges Drehbuch geschrieben. Ja, wenn schon, denn schon. So, meine Zwiebeln kommen drauf. Ein bisschen können. Ja, die Zwiebeln sind gut. Zack, so. Dann kommt mein... Unser Camembert drauf. Ich esse ja auch davon, es sei denn, ich krieg nichts ab. Mal gucken. So, dann kommt noch ein bisschen Preiselbeere. Zack.
so drüber und ein bisschen noch so drüber, so. Dann kommen ein paar geröstete Walnüsse. Walnüsse. So. Und dann kommt der Deckel drauf und dazu ein Spieß. So. Ja, fertig. Ist deiner. Fertig ist unser Entenbrustburger. Genau. Wir lassen uns es jetzt schmecken. Ich mache noch einen für mich. Ja, stimmt, einer fehlt noch. So, das schaut doch richtig schön weihnachtlich aus. Das hat doch was. Mal sehen, wie es schmeckt. Ja, Freunde, kurzes Fazit. Mega, mega, mega. Und er macht richtig satt. Also Anna hat ihren gerade so geschafft. Bei mir blieb noch ein bisschen was übrig. Es ging nicht mehr. Aber geschmacklich wirklich eine Bombe. Diese Kombi mit Camembert, Preiselbeeren, den Zwiebeln. Einfach fantastisch. Das müsst ihr auf jeden Fall unbedingt ausprobieren. Der Aufwand ist nicht groß, wie ihr gesehen habt. Also probiert es unbedingt aus. Er ist total lecker. Ja, das war es erstmal vor Weihnachten. Am kommenden Sonntag, das ist der zweite Weihnachtsfeiertag, da gibt es keine Folge vom Kühnes Kochkanal. Die haben wir verschoben zwischen den Feiertagen. Die kommt dann irgendwann Mittwoch, Donnerstag oder so. Müssen wir mal schauen. Aber wenn ihr unten die Glocke aktiviert habt, entgeht euch sowieso kein Video. Ja, und wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, netten Kommentar. Abonnieren könnt ihr immer unten rechts. Darüber würden wir uns natürlich sehr freuen. Ja, was bleibt uns weiter zu sagen? Wir wünschen euch frohe Weihnachten. Bleibt gesund. Bis demnächst. Tschüss. Kühnes Kochkanal.